Hallo Leute, willkommen zu meinem 20 Abonnenten-Special. Erstmal vielen Dank, dass ihr mich abonniert habt. Was ich besonders cool finde, ist, dass bei diesen 20 Abonnenten richtig viele dabei sind, die ich selber von YouTube her kenne, die ich selber teilweise abonniert habe. Hier sieht man es auch rechts. Ich kann ja mal ein paar ansprechen, wer das ist. Zum Beispiel der hier, der macht YouTube-Kacke. Der hier auch. Der macht Gelaber und Musik. Der macht auch YouTube-Kacke, der auch. Und der und der und der auch. Also, es ist eine ganze Menge von 20 Stück. Das ist echt cool. Als nächstes habe ich mal eine Frage an euch. Vielleicht weiß das ja jemand von euch. Bezüglich YouTube. Es gibt hier auf YouTube zwei verschiedene Kanaldesigns, die man sich aussuchen kann. Und zwar gibt es einmal das hier, dass man hier ein großes Video hat und hier so verschiedene Bereiche, die man dann selber so manuell einstellen kann und hier alles sich aussuchen kann, was man da haben will. Und dann gibt es noch das andere Design. Wo ist das denn jetzt? Wer hat denn das? Hier zum Beispiel. Da kann man dann zum Beispiel, da hat man hier bei der Übersichtsseite so ja, eine Übersicht, wo man auch hier was dazu schreiben kann, wenn man ein Video hochlädt. Oder auch. Moment, wer war das jetzt? Scheiße, hier. Hier auch so einzelne ja, Textnachrichten erstellen kann. Also sowas wie Twitter, so in der Art, dass man hier so Updates oder so machen kann, also schreiben kann, was man halt so macht. Und das hatte ich eigentlich auch bei meinem Kanal ausgesucht. Aber irgendwie ist das jetzt kaputt oder so. Bei ganz vielen anderen Kanälen auch. Zum Beispiel jetzt, wenn ich mal hier hingehe, jetzt sieht das nämlich so aus, dass hier oben ist das, diese Kanalinfo, die hier sind, die Playlist, da die Videos und diese Knöpfe hier, diese Schaltflächen, die sind einfach weg. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier die ganzen Infos ansehen will, dann muss ich das hier manuell eingeben, da oben hier, wenn ich da. Da zum Beispiel About eingebe, dann komme ich zu der Übersichtsseite oder wenn ich hier so Discussion eingebe, dann oh ja, dann bin ich hier bei dieser Diskussionsseite, aber die Knöpfe sind weg und das ist bei meinem eigenen Kanal hier auch so. Ja, wenn jemand von euch weiß, wie man das wegbekommt, wie man das wieder ja diese ja normale Ansicht kriegt, die ich vorher gezeigt habe. Ja, dann schreibt mir das bitte, wenn ihr wisst, wie das geht. Man kann es übrigens hier umstellen, oder? War das? Ja, hier genau, da kann man das ändern. Ja. Ja, so Leute, jetzt habe ich mir noch mal ein kleines Special ausgedacht für euch. Da zeige ich euch mal, was ich heute so gemacht habe. Ihr kennt ja alle den Andreas-Schrei, das ist der hier. Und damit kann man was ganz Witziges machen. Ja, früher gab es den Wilhelms-Schrei, heute gibt es den Andreas-Schrei. Also ich habe hier mal den Anfang weggeschnitten, weil der am Anfang ja erstmal mit der Tonhöhe so nach oben geht. Das stört jetzt für den Zweck hier, was ich damit vorhab. Deswegen habe ich den Anfang hier weggeschnitten, einfach so. Und hier sieht man es auch hier. Das hier noch so ein bisschen ja so lauter gemacht, also so ein Effekt, dass das erst leise ist und dann laut habe ich. Das geht hier irgendwo ja, da ist einblenden, damit das ungefähr einen einzigen Ton hat. Nur ein bisschen geht's, nur am Anfang geht's noch ein bisschen nach oben. Ja, dann habe ich mir noch diesen ASIO for All Treiber runtergeladen und installiert, weil der nämlich schneller ist als der normale Treiber. So, ich habe jetzt mal mein Keyboard hier hingerollt. Schließe das mal mit dem USB-Kabel an. So. Und hier. Da muss man das Ganze noch in den PC-Modus schalten. Bei mir ist das PC2. Und dann sollte das Keyboard verbunden sein. Ich habe jetzt mal FL Studio geöffnet. Hier kann man jetzt irgendwo da bei Audio hier den ASIO-Treiber auswählen.
Hier kann man den noch konfigurieren. Kann man den richtigen Ausgang wählen, damit der Ton noch kommt. So, dann habe ich einfach mal diesen Sound in so ein Plugin reingezogen, was eben die Wave-Datei abspielt. Ich habe hier einfach mal Helios genommen, das habe ich einfach mal gesucht und gefunden. Ich wollte den Sound nicht direkt reinziehen, weil er sonst immer komplett abgespielt wird. Und der soll ja aufhören zu schreien, wenn man die Taste loslässt. Deshalb habe ich dieses Plugin genommen. Habe im Schluss nochmal ein weiches Ende reingemacht, dass es hier so ein kleines bisschen steil bergab geht. Und dann habe ich noch zwei Effekte noch reingebaut. Einmal so ein Stereo-Effekt und noch ein Reverb-Effekt. Und damit klingt das Ganze schon echt gut. Jetzt, wenn man mir hier eine Taste drückt, dann hat man es schon. Jetzt kann man diesen Sound von Psycho Andreas mit dem Keyboard spielen. Und damit auch der richtige Ton kommt, muss man hier bei der richtigen Tonhöhe, hier bei dieser Tastatur, muss man hier einen Rechtsklick machen. Da kann man dieses gelbe Ding auswählen, da kann man einstellen, wo der originale Ton, welche Höhe der hat. Das soll ja auch ein C kommen, wenn man ein C drückt. Das muss man dem natürlich sagen, was der Originalton ist. Das ist in dem Fall ist es ein GIS und dann kann man schon damit Musik machen. Das Coole ist, sogar das Pedal funktioniert. Das heißt, wenn ich hier gedrückt halte mit dem Fuß, bleibt der Ton lange. Und wenn ich loslasse, bleibt er immer nur so lang, wie ich drücke. Ich habe jetzt mal in FL Studio was vorbereitet, was ihr sicher kennt, und ich werde gleich mal mit dem Andreas dazu spielen. Hier natürlich auch jede Menge Songs reinziehen und dazu spielen. Und wenn man ein bisschen rumprobiert, dann findet man ziemlich schnell raus, wie man die Melodie spielen kann. Ha ha ha!
So Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich habe mir auch vorgenommen, dieses Jahr mehr Videos zu machen. Mal schauen, ob das was wird. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ciao.